Hallo Seekräuter und willkommen zu dieser Ausblickfolge. Und zwar geht es diesmal um den T9-Zerstörer Friesland, der in den paneuropäischen Baum integriert werden könnte oder soll. Es ist natürlich ein holländisches Schiff und hier weht jetzt die polnische Fahne. Das liegt daran, dass er jetzt im Moment noch in dem polnischen Baum oder in dem polnischen Reiter hinterlegt ist. Das wird sich ändern. Auch die Bliskawiska wird zum europäischen DD werden, inklusive Kapitän, den ihr dann auf den verschiedenen Schiffen hin und her schieben könnt. Das hat Wargaming schon vor über einem Monat mal bekannt gegeben. Jetzt wollen wir uns ganz kurz hier mal die Friesland natürlich anschauen. Und ihr seht schon, hier vorne eingeschützt Turm 2 Rohre. Dann haben wir hier die Wasserbombenwerfer und dann geht es hier weiter mit einer Doppelflak an beiden Seiten. Dann kommt eine ganze Zeit nichts, dann kommen Zornsteine, dann kommt wieder ein bisschen Flak und nochmal Flak und eine große Radarschüssel und wieder ein Geschützturm. Und das war's. Was fehlt? Genau, es fehlen nämlich Torpedos. Und Torpedos wird dieser DD Stand heute, Work in Progress, nicht bekommen. Ja. Das reale Vorbild hat er auch keine. Von dem Schiff wurden tatsächlich auch 8 Schiffe gebaut. Das heißt, es ist hier kein Blueprint-Schiff oder sowas ähnliches, sondern ja, ein echtes, was jetzt den Weg ins Spiel findet. Und zwar soll das Schiff 17.600 Trefferpunkte haben in der ersten Ausführung hier. Damit reihen wir uns so im hinteren Mittelfeld ein. Ja, von den Trefferpunkten her. Viele DDs auf der Tierstufe oder der umgebenden Tierstufe 10 haben einfach mehr Trefferpunkte und sind euch damit überlegen. Auch gunmäßig sind sie euch in den meisten Fällen überlegen. Eure Ladezeit ist zwar richtig geil mit 1,8 Sekunden, aber ihr habt halt nur 2 Türme. Ne? Das ist halt einfach so eine Sache. Andere DDs auf der Ebene haben halt schon 4 Türme teilweise. Bei T10 dann sogar doppelläufige Türme und so weiter, die gunnen euch einfach weg und die haben einfach mehr Trefferpunkte als ihr. Das muss man ganz klar sagen. Ihr könnt da bei den Trefferpunkten könnt ihr halt nur den Kapitän nehmen, ne? Um da die Trefferpunkte ein bisschen aufzubauen. Dann, wie gesagt, bei den Hauptgeschützen waren wir schon. 1,8 Sekunden Ladezeit, runter skillbar bis auf 1,4 Sekunden mit Schießgrundausbildung und Hauptbatteriemodifikation 3. 180 Grad, Kehre 7,2 ist richtig geil. Brandwahrscheinlichkeit 8%, kommt da hoch bis 11%, wenn ihr die richtige Skill habt mit Sprengmeister und den Signalflaggen. Penetration 19 mm, ja, das heißt, IFAE bringt euch nur auf 25 mm. Ist eigentlich ein bisschen armselig, weil ihr dann Ziele maximal Kreuzer habt. Die Schlachtschiffe haben 19 mm bei den Aufbauten und die Kreuzer sind auch in der Region unterwegs, sodass ihr sie penetrieren könnt. Aber es lohnt sich eben nicht, meiner Meinung nach, IFAE die 4 Skillpunkte hier zu nutzen. Vor allem, weil ihr 3% Brandwahrscheinlichkeit auch wieder verliert. Und wie ihr ja wisst, ist, dass die Flak, ach nicht die Flak, die HE zurzeit überarbeitet wird und auch die IFAE-Wirkung ja, überarbeitet wird. Und somit kann sich also durchaus noch was ändern, bis dieses Schiff tatsächlich in den Server kommt. Dass die Penetration vielleicht ein Ticken höher ist oder vielleicht ein Ticken niedriger, weiß, wie das nachher aus dem Supertester rauskommt in der NC-Geschichte. 12,3 Kilometer ist die Kampfentfernung, 14,8 ist möglich, wenn ihr die erweiterte Schießausbildung mit raufpackt. Sonst, der Schussbogen ist relativ lang oder relativ hoch, wenn ihr auf 14,8 Kilometer weit schießt. Und wenn ihr dann auf 9 Kilometer kommt, ist es nachher schon viel, viel besser kontrollierbar. Ich empfehle das aber, so würde ich das sagen, zumindest aus dem, was ich so gesehen habe bis jetzt, dass man halt sehr, sehr gut Schiffe hinter Bergen damit erreichen kann. Deswegen, die Option würde ich mir nicht entgehen lassen. Nächster Punkt ist die Flugabwehr und das ist eine wahre Stärke dieses Schiffs, denn hier ist die Flugabwehr so stark wie auf manchen Schlachtschiffen nicht oder auf manchen Kreuzern nicht. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Mittelstrecke, 8 Explosionen, 410 kontinuierliche Schaden bis 3,5 Kilometer und 97% Trefferwahrscheinlichkeit. Bei der Langstrecke sind 6 Explosionen mit 274 kontinuierlichen Schaden bis 6 Kilometer, auch 97% Trefferwahrscheinlichkeit. Die ist wirklich effizient und wenn ihr halt Schießgrundausbildung und erweiterte Schießausbildung mitskillt, dann pusht ihr ja diese Werte auch nochmal on top und bei den Verbesserungen ist auch noch einiges möglich, um eure Flak da ja einfach ein bisschen in Szene setzen zu können, noch besser in Szene setzen zu können, denn der Wert ist echt heftig und ihr habt hier nachher noch ein defensives Flakfeuer, worauf ich gleich eingehen möchte und das sorgt eben dafür, dass ihr hier einen Flugabwehrwert erreicht, der seinesgleichen sucht, meiner Meinung nach und echt gut zum Support von anderen Schlachtschiffen oder Kreuzern geeignet ist. Dann geht es weiter mit der Manövrierbarkeit und zwar mit 36 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Das sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr Sierra Mike mit einbaut, so auf die 37,7, 37,8 Knoten kommt. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet.
Dann Wendekreis 620 Meter, Ruderstellzeit 4 Sekunden. Ja, würde ich vielleicht sagen, ist ein Ticken träge, könnte ein Ticken flutschiger sein, wenn es einfach, ja, 3, 2 Sekunden wären. Kann man sicherlich erreichen mit dem richtigen Modul. Aber ihr steht hier halt auch manchmal im Nebel, weil das Ding halt auch Nebelverbrauchsmaterial hat. Da ist Anfahren meistens besser als Ruderstellzeit. Und dann geht es weiter mit der Verborgenheit. 8,2 Kilometer seid ihr sichtbar ohne Skill. G-Skill ist maximal 6,4 Kilometer weit drinne. Ja, ist natürlich auch gleich wieder so ein Zeichen, ihr seid nicht so ein typischer Cap-DD, ne? Also ihr fahrt nicht nach vorne in den Cap rein, weil ihr oft halt als Erster aufgeht, ja? Und dann fokussiert sich sofort die ganze Flotte auf euch, haltet euch zurück. Das ist so das, was ich denke, was man mit dem DD aktuell machen sollte bei diesen Erkennbarkeitswerten. Nächste, was aus meiner Sicht hier Pflicht ist, ist RPF bei diesem DD, weil ihr habt wenig Trefferpunkte, ihr habt nur 2 Türme, könnt euch also nur geringfügig wehren, ihr müsst also anderen DDs bestenfalls ausweichen und ihr gar nicht zu einem Kontakt kommen lassen. Das ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Ein schon weit runtergeschossener DD, den könnt ihr mal schnell mitnehmen. Ihr könnt ja, wie gesagt, sehr, sehr schnell nachladen und die Turmdrehzeit ist super. Aber ihr habt, wie gesagt, keine Torpedos, um den DD, den Gegner, nochmal zusätzlich zu verwirren. So, Erkennbarkeit zur Luft 2,9 Kilometer. Das ist das, was man jetzt zur Friesland sagen kann. Kurz noch die Verbrauchsmaterialien. Slot 1, Schadensbegrenzungsteam, 40 Sekunden lang aktiv. Also Cooldown beträgt 40 Sekunden. Aktiv ist dieses Schadensbegrenzungsteam 5 Sekunden, also Standardmaterial. Und ich rede jetzt immer von den Premium-Werten, weil, wie ihr wisst, kommen ja demnächst die Premium-Verbrauchsmaterialien als Standardverbrauchsmaterialien. Also die Werte vom Premium-Verbrauchsmaterial werden Standardverbrauchsmaterial in World of Warships. Mit welchem Update genau, weiß man nicht. Es ist aber angekündigt worden von Wargaming. Slot 2 ist der Nebelerzeuger. Da gibt es dann 3 Aufladungen im Premium-Verbrauchsmaterial. 30 Sekunden ist die Aktivitätsdauer und die Nebelwand steht 1 Minute, gar nicht wahr, 127 Sekunden, also 2 Minuten und 7 Sekunden. Also auch da richtig cool, ihr könnt aus Höchstgeschwindigkeit die Nebelwerfer zünden und dann verzögern und ihr bleibt immer noch in eurem Nebel stehen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Slot 3 kommt dann das defensive Flakfeuer, was ich eben schon erwähnt habe, steigert eure Flakleistung um, haltet euch fest, 200%. Ihr habt schon eine starke Flak und jetzt wird die nochmal um 200% gesteigert. WTF sage ich dazu nur. Und dann gibt es nochmal Slot 4, hydroakustische Suche. Auch da habt ihr 3 Aufladungen. Arbeitszeit 100 Sekunden, Nachladezeit 2 Minuten. Ja, das sind die Premium-Werte schon. Und ja, ihr klärt Schiffe auf 3,5 Kilometer auf und Torpedos auf 2,5 Kilometer. Das ist das, was wir zu Friesland aktuell sagen können. Jetzt hoffe ich, ihr habt einige Informationen mitnehmen können, nicht nur zum Schiff, sondern vielleicht auch zum Wargaming-Spiel, also zu World of Warships an sich. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen über ein Abo, über einen Daumen nach oben. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann könnt ihr seit kurzem bei uns hier im Kanal Mitglied werden, um noch ein paar mehr Besonderheiten in dem Kanal genießen zu können. Abzeichen etc. pp. Und Social Media sind wir natürlich auch vertreten. Oben die gelbe Leiste, da findet ihr, wo wir überall sind. Die Links dazu findet ihr alle unten in der Beschreibung. Ich danke für eure Zeit und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Sieghaus-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Sieghaus.